alles in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Hilfe angewiesen. Und was wir bauen sollen, wie wir es bauen sollen, alles, es soll so eine Art Community-Projekt werden, ne? Meine Lieben, wir sind willkommen zur allerersten Folge von Minecraft. Jiff, ein Feuerwerk, bitte, dankeschön. Ja, ihr habt abgestimmt für Vanilla, deswegen haben wir jetzt auch Vanilla. Und ich würde mal sagen, Marmelade. Ja, okay. Ich glaube, das symbolisiert ganz gut, wie das Projekt hier sein wird. Also, wir haben den lieben BM dabei. Wie schon gesagt, das war sein Stichwort. Hallo. Und ja, das Ganze wird jetzt immer auf meinem Kanal kommen, alle 3 Tage ungefähr. Da könnt ihr mit Drift rechnen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und dann werden wir jetzt einfach hier ein bisschen gemeinsam Spaß haben. Wir spielen übrigens die 1.9, weil das die meisten sich von euch gewünscht haben und wir da einfach noch ein bisschen was entdecken können, weil wir da ein bisschen was nicht kennen, wie zum Beispiel diese keine Ahnung, Flügel, also, da, ihr wisst schon. Was sind das denn für Tiere, Alter? Sind die auch neu? Ja, hey, das ist diese neu. Hey, lol, ist das gerne in Minecraft? Einfach so 3 Jahre hinten dran. Okay. Hey, lol, ein Huhn, lol. Okay, was sagen wir holen uns? Übrigens, es gibt jetzt Tode, also ihr seht genau, über unseren Namen, über unseren Köpfen, die Tode. Und bei Tab übrigens auch, ne? Also hier seht ihr das Ganze. Und das hat einen kleinen Grund, weil es wird eine kleine Strafe geben. Und zwar treffen BM und... Sagen? Ja, können wir sagen, oder? Okay. Also BM und ich treffen sich uns ja spätestens zur Gamescom, auf jeden Fall. Und dort, lass mal Holz holen, oder? Warte. Guck mal. Oh. Du hast einen Esel. Er hat dich runtergeworfen, du Opfer. So ich dumm. Ich hab Hunger, ich brauch was zu essen. Oh, hier sind richtig viele Tiere, lass mal schnell Schwerter craften generell. Ja, okay. Auf jeden Fall, also wir sehen uns hier spätestens zur Gamescom. Und, da wird so sein, dass wir uns da diese, wie heißen diese Bienen? Die Harry Potter Beans, oder? Nee, die heißen irgendwie, Basilit Beans oder. Auf jeden Fall sind es so eklige Bohnen, so eine kleine Frau, die Jelly Beans. Ja, die schmecken halt so nach Kotze, Eierscheiß, aber sie müssen halt nicht scheiß schmecken. Es gibt eine gute Sorte und eine scheiß Sorte, aber man weiß also, halt nicht, was man isst, ne? Für die Leute, die das nicht kennen, also es ist halt so, es gibt richtig viele verschiedene Bohnen in Farben und so. Und du hast halt immer, wenn du eine isst, also die sehen alle identisch gleich aus vom Geschmack her. Und wenn du eine Farbe nimmst, dann kann es halt entweder was Leckeres oder was Ekliges sein. Zum Beispiel entweder. Keine Ahnung, Pfirsich kann es sein, aber es kann auch gleichzeitig Kotze sein, je nachdem, das merkst du halt erst, wenn du es gegessen hast. Genau, so machen wir das halt, also beziehungsweise es wird halt so gemacht, dass jeder, also von uns beiden, muss dann eine gewisse Anzahl, also blind reingreifen, so eine Schüssel von diesen Bohnen, ne, und halt pro Tod, den er erlitten hat, einen so einen Teil essen. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist untertrieben, also wenn man mal so guckt, es gibt genug YouTuber, die auf sowas gekotzt haben. Ne, ja. Also das ist wirklich hart. Deswegen aber auch nicht auf einmal am besten, ne? Weil sonst ist es viel gnädiger noch, wenn man alle auf einmal isst. Ja, ja, schön auseinander. Das macht es spannender. Also das Video kommt dann zur Gamescom, das ist halt dann die Strafe. Bis dahin chillen wir hier einfach mal gucken, wer wie viel essen muss. Hast du gerade ein Blatt abgebaut? Ich habe einen Apfel bekommen. Nee, der Baum ist aber weg, dann fallen die Blätter ja alleine runter. Achso, der Baum ist weg, achso. Ja. Übrigens, was ich dir gleich mal empfehlen kann, drück mal auf Steuerung. Nee, warte, nicht Steuerung, wo ist das? Grafikeinstellungen ist das, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Und dann auf Angriffsanzeige, das ist rechts, dann drück am besten auf Fadenkreuz, damit du, wenn du hittest, immer diese Angriffsanzeige siehst, wenn du wieder schlagen kannst mit voller Power. Hä, warte, wo Fadenkreuz? Bei Grafikeinstellungen siehst du Angriffsanzeige. Ich hab's auf Englisch, erstens bei mir. Attack, ja? Ja, also ja, okay, das ist halt rechts, ne? In der Crosshair, Mitte. Ne? Fadenkreuz, ja? Jo, und dann, wenn du hittest, dann siehst du halt, wenn der Schwert wieder aufgeladen ist, dann kannst das, du wieder... Das war Standard bei mir, das ist Standard. Achso, okay, weil du hattest das in einem Skywars-Video nicht. Nicht? Nee. Achso, ja, okay, dann ist es jetzt Standard. Okay, auf jeden Fall werden die Folgen so, ich würde mal sagen, so irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten lang, ne? Jo. Hätte ich dazu gesagt. Müssen wir gucken, je nachdem, wie es halt sich das Ganze ergibt, ne? Wir werden nicht einfach zusammen Spaß haben. Falls ihr, wir spielen zusammen Specs Texture Pack, falls ihr ein cooles Texture Pack für die 1.9 kennt, was cooler ist als Specs, eurer Meinung nach, dann könnt ihr mir das gerne empfehlen, beziehungsweise mir und BM, dann nehmen wir natürlich das da. Und ich mach schon mal eine Steinpickaxe und ich mach Steinschwerter für uns beide, okay? Jo. Da könnt ihr uns das hier empfehlen, natürlich, je nachdem, was ihr halt da sehen wollt. Allgemein, falls ihr irgendwelche Vorschläge fürs Projekt habt, alles in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Hilfe angewiesen. Und was wir bauen sollen, wie wir es bauen sollen, alles, es soll so eine Art Community-Projekt werden, ne? Also so Verbesserungsvorschläge. Dann haben wir ja noch ein bisschen was gesagt zu den
hier, wie heißt denn die Scheiße, dass wir Zuschauer ins Projekt holen, ne? Achso, ja. Also da haben wir uns noch gar nicht so stark auf sowas geeinigt, wie viele Folgen wir jetzt immer wen holen wollen. Das werden wir wahrscheinlich so nach der ersten Aufnahmesession so machen. Werden wir uns da so ein bisschen drauf einigen. Und was müsst ihr dazu machen? Wie schon gesagt, am besten ihr habt einen Channel, wo ihr einfach Videos drauf habt. Und einfach aktiv in den Kommentaren sein. Wir suchen uns da Leute raus, die wir vielleicht auch schon ein bisschen länger kennen. Und ja, dann gucken wir an den Channel, haben die ein Video da. Falls ja, dann ja, ist gut, weil dann können wir gleich die Soundqualität sehen und sowas und wie sie drauf sind. Und dann holen wir die mal dazu für so ein paar Folgen. Wahrscheinlich eine feste Zahl, wenn wir es noch überlegen. Und falls nein, ist es aber auch möglich, wenn wir die Person, also schon wissen, dass sie halt trotzdem schon ewig lang dabei ist. Und ja, ich glaube, wir haben da jetzt alles erwähnt, oder? Ja. Übrigens nicht ganz halt hitten, ne? Und hier ist es auch so, dass die Holzachse halt stark wie ein Diamantschwert ist, ne? Deswegen musst du halt gucken. Aber ich würde jetzt trotzdem eigentlich ungern mit Äxten kämpfen, weil ich mit auch. Schwertern halt schneller schlagen kannst immer noch, ne? Ja, ich auch. Außerdem, ich finde es irgendwie so unpassend, mit Schwertern zu kämpfen, mit Äxten zu kämpfen. Ich weiß nicht. Ich will ja, einfach. Aber auch insgesamt halt die Axt braucht einfach fast doppelt so lang, um sich wieder aufzuladen. Ja. Deswegen lass mal bei Schwertern bleiben, auf jeden Fall. Ja, warte, lass mal die Pferde töten für Leder. Das ist eine Idee, aber sicher, dass wir uns die später nicht holen wollen oder so? Ja, wir haben so viele. Ja, okay. Da hinten waren auch richtig viele. Also tötet doch nicht die Babys, Mann. Du Monster! Ja, tötet doch nicht die Babys, die bringt dir nichts. Ach so, ich wusste das nicht. Die können sich hier neu paaren. Hä? Als ob das so weit schlägt, Alter. Flächenschaden. Oh, das wusste ich gar nicht. Alter, ich hab's hier so viel zum Lernen in 1.9 noch. Ding, also, hast du noch Stein für den Ofen? Nee, aber ich... Doch, ja. Okay, gut. Hast du die Crafting Table? Am besten ein. Ja. Okay, dann gib die mal her. Außerdem, ich baue mal kurz die Kürbisse auf, wir haben Kürbisse gefunden, ja. Ne? Nein, ja, oh, ja, so schnell sind die jetzt auch nicht. Doch, Alter, schau dir das an! Ja gut, überredet. Oh nein, es regnet. Oh, es regnet. Sollen wir übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, den Regen so immer wegmachen? Ich weiß nicht, sollen wir den lassen? Nicht, oder? Ich würde den auch lassen jetzt, aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch nervt, dann machen wir den weg, aber ich finde die Regensounds echt nicht nervig, deswegen. Ja, ich hätte halt ganz leise die Regensounds. Ja, ich hab die jetzt auch nicht so laut. Das ist halt blöd fürs Aufnehmen, weil ich glaube, da wird die Datei dann größer. Echt? Ja, ich glaube schon. Och, nein. Aber lädst du ja eh hoch, könnte egal sein. Ist ja egal, mit 100k Internet. Ja, 120k. Die Videos werden übrigens großenteils ungecuttet sein. Natürlich trotzdem so ein paar Effekte und sowas werden eingefügt sein, das ist logisch. Aber das liegt einfach daran, weil ich das meist einfach drin haben möchte und dann nicht großartig so viel rausschneiden möchte, weil es halt einfach so ein Laberprojekt ist, ne, zum Großteil. Ja. Und übrigens mit Hunger musst du hier wirklich aufpassen, also wir brauchen echt viel Essen, weil in der 1.9 geht die Hungerbalken echt richtig schnell weg. Ja, ich sehe schon. By the way, ihr könnt uns auch immer Themenvorschläge in die Kommentare posten, so was, über was sollen wir so reden, bla bla, dann reden wir da so ein bisschen drüber. So aktuelle Themen oder halt wir hätten mal auf Twitter fragen sollen, ob wir die irgendwie Fragen haben oder so. Stimmt, lass mal das nächste Folge machen so, für die zweite dann, okay? Ja. Weil jetzt haben wir eh nichts zu erklären. Hier sind so viele Pferde, die können wir alle töten, Mann. Ja, kill mal ein paar, okay? Dann nehme ich das Essen mit. Je nachdem entferne ich nichts weit, ich habe die Orientierung an eine toten Gurke. Hier sind übrigens richtig viele Kürbisse. Eine toten Gurke, Alter, darf das Vergleich. Was ist denn eine lebende Gurke? Ja, die hat eine bessere Orientierung als eine tote. Ach, ich weiß, was eine lebende Gurke ist. Hallo, ich bin eine Gurke. Keiner will mich. So. Ich blende das jetzt hier ein. Ihr wisst schon, dass ich eine Salatgurke bin. Wer will schon eine Gurke küssen? Oh. Oh, ich würde auch bei Medikamententests mitmachen. Oder Tierversuchen. Ja, du bist eine Gurke. Ach ja. Das hat mich synchronisiert, Leute. Merkt ihr die? Ja, das war... BM, der das gesprochen hat. Ja, damals zu seinen Zeiten, wo er noch groß auf YouTube war. Unter dem Synonym-Titel. Alter, hier sind so viele Pferde. Was geht denn ab, Alter? Kommst du auch mal zu mir? Ja, ich komm. Warte, aber einfach richtig viele. Die können wir alle töten für Leder. Ja, aber Leder... Die haben auch immer Babys, Mann. Die Babys können nachher dann wieder sich paaren. Deswegen töten wir die am besten nicht. Ja, Alter, das ist wie so eine... Alter, wir sind voll die Massentier-Haltung hier. Wieso? Die haben noch hier viel Auslauf. Stimmt, die haben viel Auslauf. Die können überall hinkacken, das passt schon. Ja, wenn die Tiere überall hinkacken können, sind sie die froh. Ja. Hier ist Kohle. Bau die mal ab. Ich freue mich aber tatsächlich auf das Projekt. Ich hab auch richtig Bock auf das Projekt. Mir ist echt scheißegal, wie es um Klickzahlen so ankommt. Also außer es hat da 10 Klicks pro Video. Aber gerade so 5. 11 Klicks. Da können wir weitermachen. Aber ich denke, es wird nicht so kacke bei euch ankommen, aber ich habe richtig Bock aufs Projekt. Und wie ihr mir auch schon gesagt, es wird richtig nice. Richtig nice. Okay, tatsächlich haben wir jetzt ein Problem, dass es Nacht wird.
Oh nee. Aber hier ist eine Höhle, ne, wo ich gerade bin. Ich will, das ist gut, ja. Hier ist eine Höhle, also hier können wir übernachten. Ja, ich möchte aber trotzdem ungern in der ersten Folge so sterben, ne? Ja, in der Höhle. In der Höhle ist es doch sicherer als draußen. Ja, allgemein. Achso, ja klar, nicht sterben. By the way, wir wollten trotzdem noch so kleine Ministrafen einführen, falls man so stirbt, ne, das ist so eine kleine Ministrafe, und falls ihr da eine Idee habt, dann schreibt es auch in die Kommentare, da sind wir ziemlich auf eure Hilfe angewiesen, was ihr da so meint, dass wir so machen können. Und yo, Alter, ich habe was ultra geiles gefunden. Wo bist du? Hier oben, warte. Ich habe schon 16 Leder, Mann. Das wird richtig gut, wir können uns an den Enchanting Table und so, das richtig schnell machen. Ja, warte, siehst du mich? Ja. Genau, komm mal her. Ich will zwar kein Haus dahin bauen, aber es sieht einfach cool aus, Alter. Gib dir das mal, warte. Das ist nämlich hier so eine richtige Einkerbung. Gib dir das, Alter. Lol. Schaut mega cool aus. Das sieht echt cool aus, ne? Guck mal, da unten ist eine Höhle, ja. Dahin. Da kommt auch so ein Gravel-Farm. Das ist so ein Gravel-Biom hier. Echt? Ja. Jo, ich wusste gar nicht, dass es Gravel-Biome gibt. Gab's auch in Varo mal. Aber hier runter? Ich kenne die aus meinem Set auf jeden Fall. Die sind aber künstlich angelegt. Das Eisen auch so. Oh ja, das war. Warte. Warte, Schafe, da können wir Betten machen. Oh. Ich hoffe, ich wollte Gravel fallen lassen. Ja, kill die mal, da alle oben, dann hole ich das Eisen, okay? Jo. Die Folgen werden übrigens nur bei mir kommen, also BM nimmt das Ganze nicht auf, weil es nicht so gesagt gerade Konzept reinpasst, so ein Bastard, Alter. Die Folgen kommen halt dann alle bei mir, ne? Ich habe das extra wegen dir geändert, weil ich keinen Bock hatte, es hochzuladen. Ja, weil dir. Du... Ich schäme mich für dich. Kann ich verstehen. Hat abgesagt? Ich verstehe. Das ist schon okay. Ich bin in meinem Kühlschrank, wenn ihr mich braucht. Forever alone. Also die Folgen kommen alle bei mir, da ist auch eine Playlist am Kanal, da könnt ihr dann, falls ihr mal eine Folge verpasst, alles nachgucken. Okay, ich habe genug für ein Bett, da müsste sich einer ausloggen. Sollen wir das so machen, dass man sich ausloggen kann? Wie du willst. Ich würde sogar sagen, lass lieber noch ein Bett holen. Achso, okay, warte, guck mal, ich komme. Hallo. Aua! Alter, da ist... Alter, seit wann sind die so schnell? Und seit wann ziehen die den Bogen so cool? 1.9. Alter, ist das cool. Aber der hat mich halb gekillt. Warte, ne? Ich mach mir eine Steinspitzhacke, damit wir endlich mal hier Eisen abbauen können. Ja, okay, ich hab noch schon ein bisschen Eisen, aber mach mal. Achso, hast du auch Steinspitzhacke? Ja, ich hab schon Steinspitzhacke. So. Ich weiß gar nicht, die Holz habe ich noch, die können wir dann verbrennen. Warte mal, setz mal einen neuen Ofen. Warte. Warte. Hier. Ich hätte mehr Holz holen sollen, oder hast du noch Holz? Zwei bisschen habe ich noch. Ich hab noch ein bisschen, aber ganz, ganz wenig. Ich habe auch richtig wenig, aber ich kann mal so eine Steinaxt machen. Ja, achso, danke. Nee, warte, hier. Na gut, ich habe Kohle, deswegen. Ich pflanze neues Essen. Ich mach Brat, neues Essen, weil ich brauche das. Alter, ich pflanze mal so eine Kuh an. Aber ich habe nur zwei Hungerbalken, ist nicht ganz so geil. Das glaube ich dir. Wir haben irgendwie schon 12 Minuten. Ich würde sagen, das ist doch eine ganz gute... Oh Gott, geleert, Alter. Nein. Easy. Alter, so ein Bastard. Was ist eigentlich, wenn man den anderen killt? Ja, lass es einfach nicht machen. Ja, ich meine, aber so aus Versehen meine ich jetzt so. Ja, keine Ahnung, dann ist halt nichts ins... Naja, wie... Sollen wir den Tod dann abziehen? Ja, kann man den Tod abziehen einfach? Ja, normal, ich glaube schon, also... Dann übrigens, gehen alle weg, oder? Nee, ich glaube, es geht einzeln auch. Sammeln mal die Pilze hier auf. Falls du übrigens, was ich noch gar nicht vergessen habe zu erwähnen, tut mir mega leid, der Server ist von dem lieben Joker gesponsert worden. Dankeschön an den, der ist auch hier in jeder Folge in der Beschreibung verlinkt. Das ist auf jeden Fall ein sehr toller Mann. Hier sind Schweine. Die werden mich töten. Nein. Bau dich ein, wenn es zu spät wird. Nee, es geht schon. Wenn es zu schwer wird. Ich hab dich schon. Auf jeden Fall. Der Server ist vom Joker gesponsert worden, ist ein extrem cooler Typ, ist alles in der Beschreibung verlinkt, von dem könnt ihr ja mal auf seine Website gehen und das Ganze angucken, ist auf seine Ding, nicht Website, Alter, was habe ich von Website, auf seine Twitter-Seite meine ich eigentlich. Also da könnt ihr auf seine Twitter-Seite gehen, ne Leute, da könnt ihr dir mal ein bisschen stalken. Komm mal in unsere Höhle wieder vielleicht, oder? Weil, ja, lass mal da dann aufhören, ne? Ja, warte, wo ist unsere Höhle? Da hinten, und ich habe auch richtig Essensprobleme, ne? Ich auch, ich habe einen halben Hungerbalken nur noch. Scheiße, warte, ich kann dir Essen geben, ne? Wir verhungern, glaube ich, oder? Nein, ich glaube nicht. Ist normal, auf jeden Fall. Warte, ich gebe auf jeden Fall. Normal verhungert. LOL! Was ist? Normal verhungert man eigentlich nicht. Hier ist ein Zombie. Okay, hier ist ein Steak. Ah, danke. Gut, Leute, ich würde sagen, das war dann die allererste Folge von Minecraft Gift. Was Gift heißt, ist übrigens ein sehr krasses Mysterium, das noch nicht gelöst wurde. Müssen wir mal irgendwann einen Angriff nehmen. Aber auf jeden Fall...
würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn euch die erste Folge gefallen hat, würde mich über Support sehr stark freuen. Schaut mal bei mir vorbei, der ist in jeder Beschreibung natürlich verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, seht ihr die nächste Folge in 3 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, meine Lieben. Ciao. Kiwis.